Lass uns zusammen rausfinden, was passiert, wenn du jeden Tag Eisbaden gehst. Ich bin eigentlich ein absoluter Warmduscher, kann also nichts anfangen mit jeglichem kalten Wasser. Trotzdem habe ich mich gezwungen, eine Woche lang jeden Tag Eisbaden zu gehen. Tag 1 kann man eigentlich nicht wirklich baden, denn kaum Sekunden habe ich es im kalten Wasser ausgehalten. An Tag 2 und 3 ging es bergauf. Ich habe es länger im Wasser ausgehalten und auch meine Atmung wurde langsam immer ruhiger. An Tag 4 hat sich weiterhin nichts verändert. An Tag 5 habe ich schon 30 Sekunden ausgehalten und an Tag 6 schon 45 Sekunden. Falls euch interessiert, wie lange ich es an Tag 7 ausgehalten habe und welche positiven und negativen Folgen das hatte, dann checkt doch gerne mal das YouTube-Video dazu aus.